So. Serie A Müllwagen. Let's go. Ah, da meiner Meinung nach etwas schlimmere Teil dieser Mission. Der heißt. So, das, meine Partymitglieder, Einladung müssten alle raus sein. Baby kommt schon. Also erscheint. Ja, die kommen schon, genau. Ja. Ich bin auf den Weg zu kommen. Yeah. Was denn? Ach, also. Wunderbar. Und wenn ihr dann eure Zeugs gekauft habt, dann können wir weitermachen. Ernsthaft? Nach einer Mission mit Kokain fragst du, ob wir unser Zeug gekauft haben? Ja. Ja, irgendwas müsst ihr ja kaufen. Das ist halt so lustig. So. Also von mir aus können wir. Baby? Sehr gut. Dann können wir loslegen. Genau, auf geht's zum 50 mal neu machen. Yay. Gefühlt ja, aber wie gesagt, das hat ja auch bei der Sniper-Mission geklappt. Wenn wir uns irgendwann mal absprechen, dann funktioniert das ganze Ding. Abholer, ja, ich kann Abholer machen. Wer, Thomas, fährst du, willst du fahren? Ja, gut. Fahre. Dann gehst du rüber ins Fahrradteam. Und ich weiß nicht, wer es zu mir will, Thomas, Baby oder Markus. Baby kommt rüber zu mir, okay. Dann gehst dann gehe ich zum Fahrer, okay. Wir kommen jetzt alle rüber. Ja, dann muss der Thomas noch rüber und dann sind wir eigentlich soweit komplett. Es ist ja kalt, deswegen. Na, du willst doch fahren. Aber dann machen wir es anders, dann gehe ich rüber, komm. Ist schon gut, sorry. Ich hab Nee, passt, alles gut. Ich bin schon da, zu spät. Ja, wir haben, jetzt sind wir, komm. Nein, warte, dann gehe ich rüber wieder. Och, Leute, zum Beitreten, da passt. Alle bereit drücken, dann können wir los. Ich hab gesagt, mir steht die Sonne in der Fresse. Ach so, in dem Real Life. Ich dachte jetzt, ach, ich dachte eben in der Mission, in der, wo du den Heli dann musst. Nein, am einen richtig durchs Fenster wird er geblendet. Ja, nee, das habe ich tatsächlich erst falsch verstanden. Ladies and Gentlemen, das, was Kev am besten kann, falsch versteht. Ja. Nein, aber ich habe das zum Beispiel auch. Ich habe ja Dachwohnung und ich hänge meinen Laken vors Fenster, wenn die Sonne hier reinsteht. Damit die Flecken besser trocken. Hä? Was für Flecken? Ich erinnere mich wie an der Socke, ich habe das so. Ihr habt wieder, komische Vorstellungen. Oh Mann. So, wir können loslegen. Wenn der den Laken vorm Fenster hängt, dann hat er Besuch. Thomas, die Sonne hindert dich aber nicht daran, auf bereit zu drücken, oder? Nee, den Knopf sieht er nicht. Und ja, ich hoffe, dass das Handy jetzt auch wirklich komplett stumm ist. Hab ich. Okay. Weil irgendwas hat ja, wie gesagt, eben geklingelt. Das hoffe ich, dass das die Folge jetzt nicht beeinträchtigt. Das sehe ich dann frühestens beim Hochladen. So, mit welchem Auto fahren wir? Wir müssen nicht auch schon. Meiner. Aber okay, ich steige ein. Dann fahre ich mit Thomas halt. Ja, fahre ich mit Baby. Alles gut. Ich habe mich schon gewundert, seit wann hat denn bitte mein Toreador Unterbodenlicht? Du sollst dich nicht wundern. Markus, hast du das nicht gelernt, dass man hier am besten einfach nichts hinterfragt? Manchmal lässt man Dinge einfach ungefragt und lässt es stehen. So. Sehr gut. In dem Auto drin. Ich auch. Da kommt noch ein Wachmann, Leute. Ja, das schafft ihr beide auch noch. Also, ich hab ja schon die erste. Ja, ist tot. Alles gut, ist tot. Er ist. Aber nirgendwo gegenfahren, ne? Dass du wieder das so für die Familie von mir. Genau. Der Thomas fährt den Abhang hinunter. Ja, wenigstens ist auf ihm gezeigt, wie das andere ist.
Liebe Leute, wir haben danach ein Zeitfenster, wenn wir den ersten Müllsack einsammeln. Also es ist nicht das da. Ich fahre nicht, ich bin hier der Beifahrer. Boah, Alter. Wie schön, dass du das auch stehen lassen. Thomas, fahr mal bitte ein bisschen weiter nach rechts, dankeschön. Jetzt nach links, rüber. Genau. Ja, weiß ich, ich sehe. Ja, weil du gerade sämtliche Schilder mitgenommen hast. Die sind überflüssig im GTA. Ja, aber nicht in der Mission, wenn da zwei Leute hinten draufstehen. Ja, das bringt dem Satz ums Leben festhalten eine ganz neue Bedeutung. Ja. So. So, und jetzt rückwärts da rein. Oder? Mhm. Oh, da steigt schon einer direkt wieder ab. Ja, nee, ich fahr zu schnell. Ich dachte, wir stehen. Fahr rein. Alles gut, ich bin raus. Es ist nichts passiert. Alles ist gut. Jetzt haben wir Zeit, Limo-Fenster. Ich war doch hier, ne? Alter. Oh. Sorry. Der macht mich hier halb fast platt mit der Wand. Also so. Wirklich, Thomas. Ich glaube, du musst hinten aufmachen oder so. Okay, hier. Das geht automatisch, sobald die drauf sind. Na, warte mal. Okay. Los geht's. Passt. Start los. Start. Thomas, du fährst ja gerade. Wenn du irgendwas machen willst, bevor wir runterspringen, sagst du Bescheid, was du machen willst. Wo willst denn du hin, Thomas? Alles okay. Nee, fahr links. Alles gut. Der hat sich ja. Wenn du irgendwo reinfahren willst, rückwärts oder was, sagst du vorher kurz Bescheid, dann wissen wir Bescheid. Weil ich dachte, ja. Du bleibst außen stehen. Der fährt immer kurz noch überall ran. Was fährst du dir da zusammen? Du hast ihn ja als Fahrer eingeteilt. Ich hab vorher Kokain geholt. Ich hab's ins Fahrradteam eingeteilt. Boah, Alter. Die Lampen. Ja, scheiß auf die Lampen. Wir haben Zeitfenster. Ich beeil mich jetzt schon. Ja, fahr geradeaus weiter, nicht da außen rum. Ja, genau. Weiß ich doch. Okay, wollte nur sagen. Doch. Ich bin nicht blond. Keine Ahnung. Yvonne? Du willst jetzt wieder hier rückwärts in die Einfahrt rein, ne? Ja, aber ich muss erstmal. Ja, ja, schon klar, den Punkt aktivieren. Dann rückwärts, wie gesagt, dann schön rückwärts da rein. Stopp, hier geht's mit den Gegner auch los. Ja. Wieso fick ich da vorne? Ich will sagen. Ja, ist gut. Weil das Spiel dich rausgeglitscht hat. So, mehr kann ich nicht zurück. Ja, du bist aber rückwärts voll in die Mülltonne reingefahren. Stopp! 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 Ja. Hinter euch kommen Gegner. Schafft ihr das oder sollen wir rauskommen? Nee, von vorne kommen auch Gegner. Ihr habt von vorne auch Gegner. Einfach. So, wie sieht's vorne aus? Markus! Du musst fahren! Ich bin gestorben, ich bin gar nicht am Truck! Okay. Dann kommt's. So, hier sind jetzt bis vorne alles weg. Jetzt kommen noch zwei von hinten. Alle drin. So, jetzt bin ich wieder drin. Ja, jetzt sollte ich stark ein. Let's go. Scheiß auf den einen, der da noch rumläuft. Wir haben noch 5 Minuten 50. Für glaub, 2 Stationen oder so. Nee, noch eine müsste es sein. Nee. Also die Tankstelle haben wir auf jeden Fall noch und noch eine. Glaube ich.
Es müssten noch zwei sein. Minimum zwei. Genau, hier rein und dann kommt ja die Tanke. Noch einer vorher absteigen oder? Nee, nee, fahr einfach durch. Stopp, stopp, stopp. Okay. Feinde. Ja. Was verstehst du nicht unter Stopp? Doch, ich stand auf dem Bordstein, sonst hättest du ihn nicht. Ja, scheiß doch mal auf den Bordstein. Ich fahr mal bitte vor, weil ich kann in den Müllsack nicht ran. Ja, das vergiss es. Ja, du stehst auf dem Müll, du stehst auf dem Müllsäcken, ich komme nicht ran. Zwei Müllsäcke liegen unter dem Auto. So. Musstest du ein Tickchen noch voranfahren? Ja, der schleift ihn mit. Stopp, stopp, bitte jetzt. So, okay. Haben wir alle? Ja, perfekt. Wir sind drauf. Jetzt kommt die Tankstelle. Ich glaube, die Tankstelle ist das letzte, ist der letzte Teil. Wir haben noch 3 Minuten. Hier links ist die Tanke, ja. Irgendwo gleich. Nee, da vorne ist sie. Ach, dann haben wir noch eine. Ja, gut, da sind sogar noch zwei. Hä? Moment, ich muss hier auslösen. Ich wollte eigentlich da hinten rum rein. Na, okay, dann ist die Tank. Okay. Stell die nicht zu nah an den Tank, an die Tankstelle. Weil wenn die hochgeht und der Transport stoppt... Muss eh weiter noch rein. Nee, muss er nicht. Eigentlich theoretisch. Er darf halt nicht zu nah reinstellen. Wenn die jetzt nämlich alle gleich kommen, dann haben wir ein Problem, dass die... Drin. Okay. Warte, jetzt kommen sie nämlich alle. Ah, nimm die doch. Jetzt vorbei. Ja, Blut, Mission nochmal. Ja. Schade. Sie lief eigentlich relativ gut dann irgendwann. Ja, es war fast zu erwarten, dass die Mission nicht beim ersten Mal zu machen ist. Aber es ist alles gut. So, da stehen wir wieder. Hm.
also alle guten Dinge sind drei. Hä? Ich hab gesagt, alle guten Dinge sind drei. Schauen wir mal. Eigentlich lief's ganz gut, wie gesagt. Es war jetzt nur das eine Ding da. Ich hab da Fenster auf 6 abgedunkelt. So, alle Wachmänner tot. Okay, drauf. Ich würde die Mission mal gerne mit 2 Helikoptern machen. Ja, ist leider nicht möglich. Theoretisch könntest du, zwei Fahrer, die gleichzeitig auch sammeln und dann braucht jeder nur 2 Dinge anfahren. Aber es ist halt so. Das ist nicht funktioniert. Du fährst jetzt wahrscheinlich wieder rückwärts heran, ne? Ja. Okay. Nicht wieder absteigen. Nein. Sorry. Vorsicht bitte. Wer ist denn da wieder abgestiegen? Baby. Bitte. Genau aus diesem Grund bin ich abgestiegen. Du stehst auf mir und ich bin gleich tot. Du hast Kev praktisch gerade fast in den Müllwagen eingeladen. Ja, ich bin fast tot. Ich hab Fitzelchen von dem grünen Balken noch. Warte bitte gerade kurz, bevor jetzt irgendwas ist. Aber da habe ich mich jetzt auch tatsächlich ein bisschen vom Baby leiten lassen, weil die nämlich auch abgesprungen hatte mir jetzt auch mal einen Punkt. Aber ist egal, alles gut. So, jetzt. Ich bin wieder voll, alles gut. Zeit, los. Was wäre, wenn... Warum fährst du nicht hier rechts? Also egal, fahr. Er ist eben auch schon links gefahren. Ah, alles gut. Tun wir uns vielleicht öfters mal von vorgegebenen Routen ab. Was? Nix. Nein, ist gut. Ist nichts. Ob man links oder rechts fährt, ist doch egal. Ja, letztendlich ist es egal. Symbol. Weil die Zeit bleibt dieselbe. Vielleicht um 10 Meter kürzer. Hätte auch gerade aus weiterfahren können. Fahr! Ich versuche nicht mal, mich noch rückwärts auszuweichen. Fahre ich wieder nach der Route, dann passt es. Nein, auf. Alles ist gut. Du bist der Fahrer, du machst das schon. Das muss man nicht verstehen. Ja, mein Monk, der regt sich gerade nur so wieder ein bisschen auf. Mach das wie meine Katze, bleib geschillt. Wie meine Kater. Ja, ach, alles gut. Ach, ich bin doch gechillt, das ist doch gut. So, ich fahr wieder rückwärts. Auch wenn ich manchmal gerne Leute ankacke, aber das ist halt... Vorsicht bitte, dass du jetzt nicht wieder rückwärts an die Wand fährst. Ich hab ja abgebremst. Ja, das... Außerdem waren da Fußgänger. Scheiß auf die Fußgänger. Interessiert doch keinen. Na doch, wenn wir dann Sterne kriegen, dann interessiert das schon. Du bist da. Oh Gott, das geht schon alles. Stopp. Genau. Und? Einfach stehen bleiben. Das steht sauber. Bitteschön. Ja. Ach, mach den Müll doch da rein, Kollege. Kann ich jetzt hier in Deckung gehen? Ein Müll sagt noch, Leute. Dann habt ihr es gewonnen. Dann können wir weiter. Oh, ey. Kommst du nicht raus, oder was? Vorsicht, Andermannsbiene. Wenn die da kommen, sind die direkt tot. Habt ihr doch alles drin? Warum ballert ihr denn noch? Dann fällt mal weg.
Warte. Ja, ich bin da hochgegangen, sind wir. Passt. Was? Alle Mann drauf? Ja. Hm. Nee, ich nicht. Aber ich komm dich an der Ecke einsammeln. Drin? Ich bin ganz schön rot. Wir müssen eigentlich an der Stelle gerade eben noch ein bisschen weiter rein in die Gasse fahren, damit du Deckung hast. Du hast da vorne null Deckung, du stirbst sofort. Kommen 20.000 Gegner, dann bist du tot. Ich habe schon wieder ein Teamleben verbraucht. Gott, dann setze ich einfach noch weiter rückwärts in die Gasse mit rein, ja. Und dann sagst du, stopp, wenn dass wir runtergehen können. Dann bleiben wir auch noch drauf ein bisschen. So ein bisschen beilenken. Beide, na, an der Seite. Moment, gerade. Ja, sehe ich okay. Ja. Wir haben Zeitminuten, Saat. Wir haben noch fast 5 Minuten. Du sagst dann, wenn wir runtergehen können. Letzte, ne? Okay. Wie weit bin ich drin? Hm? Die Wege sind kurz. Ja. So, ein Hole, ein Sack haben wir noch hier irgendwo. Ich hab ihn. Ist drin. Go. Warte, sammeln. Warte, Markus ist auch draußen. Ein bisschen warten und geduldiger sein und mal mit einem miteinander reden hier. Wir machen schon wieder nur unkoordinierten Mist, ganz ehrlich. Der Markus stand noch an der Wand dort. So. Nicht einfach losfahren. Fragen sind alle da. Ich hab ja gesagt, da ist noch eine. Seid ihr alle drauf? Und habe ich geantwortet? Nein. Dann bin ich vorgefahren. Ja, weil du ich davon ausgegangen bin, dass du nicht ausgestiegen bist. Ja, aber ja, wie soll ich denn bitte sonst schießen? Im Auto triffst du nicht. Er muss ja da sehen. Aber du hättest es Fahrer auch sehen können, dass der da noch draußen steht. Aber alles ist gut. 3 Minuten noch, komm. Das können wir noch irgendwie hin. Soll ich da auch jetzt wieder rückwärts reinfahren? Ja, wäre gut. Stopp, das ist ein kleines Mäuerchen. Stopp, fahr vor wieder. Ich hab die Mauer. Okay, du hast die Mauer gesehen. Ja, das ist gut. Nur nicht so stehen, dass ich dann direkt in die Tanksäule reinkomme, weißt du? So, jetzt könnt ihr. Ja, okay. Ist doch nah genug, oder? Hm. Soll ich noch was zurücksetzen? Scheiße. Ach, da wollte ich auch hin. Oh mein Gott! Mein Charakter hat keinen Bock, den Müllsack einzuwerfen. Von hinten kommt einer. Ja, hier kommen überall Leute. Alle in den Sack. Alle im LKW drin. Nein. Jetzt, Baby, komm. Warte. Gib. Ja, let's go. Go. Jetzt. Fahr. Einfach fahren. Ja, einfach mal hier rum. Nicht schneller raus. Ja, aber da werden wir es auch nicht mehr schaffen.
Na, das hat doch einen Kilometer, wir haben noch immer eine Minute Zeit. Das schaffen wir doch. Ja, das schaffen wir. 2 Minuten, 2 Kilometer, okay. Das müssen wir. Ja gut, wir haben Feinde, klar. Der Grüne hinter uns ist weg, der Fahrer ist tot. Das wird verdammt eng gerade von der Zeit, der sehe ich gerade. Scheiße. Das wird nicht. Ja, nee, wir kommen nicht runter. Wir kommen nicht runter. Scheiße, Mann! Wir hatten zwar eine Zeit. Nee, alles gut, alles gut. Die Zeit ist nur weg. Okay, okay, alles gut, wir schaffen es noch. Das ist aber manchmal echt komisch, das muss man nicht verstehen. Ja, ich glaube, du musst nur die Säcke einsammeln in der Zeit. Du musst gar nicht mehr die Rückfahrt schaffen, noch zusätzlich. Außenrum, links rum, rechts rum, ja. Ah, oh, Gott sei Dank, ey. Boah, ich hab mich gerade richtig geärgert, weil wir der Zeit nicht geschafft hätten. Einfach ruhig bleiben. Hm? Ruhig, entspannt bleiben. Ja, nee, sowas ärgert mich da. Dass manchmal, wenn es einfach die zwingende Zeit nicht passt. Aber gut, wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Wie viel haben wir gebraucht? 4 Versuche? 2? Okay. Ja. Dann war es sogar noch besser. Sehr gut. Er freut sich. Ja, Ron hat wieder neues Zeug. Puh. Der will doch nur Müll rumspielen, das ist alles. Der will alles andere. Ah, Baby hat Platin. Diesmal Baby Platin, ja. Aber wichtig ist, dass wir es geschafft haben. So, jetzt kommen die Biker, glaube ich. Das ist doch das Clubhaus oben am Casino, ne? Nein. Das sind die Biker, wo du dann dich unentdeckt da in ihr Lager schleichen musst und die Transporterschleife stehen musst. Ja, das, wo du mit Trevor immer hingehst, ja, ja. Ja, genau, die ist es. Ach genau, ja, da musst du doch dein Safe knacken und so einen Scheiß, ne? Ein Safe knacken? Ich glaube schon. Nee, du musst doch die Dings so, oh ja, Gott. Und im Innenhof steht, glaube ich, dann so ein Safe, den du dann mit Zahlen-Dings knacken musst. Ach Gott, okay. Ich bin mal ganz kurz auf Toilette. Ich ja, ja, hier. Ihr braucht eh gerade, ich brauche eh gerade nur ein bisschen Luft wegen, Autsch. Boah. Ich muss eh jetzt mal kurz zum Ammunition und so fahren. Weil ich brauche neue Panzerung und so. Okay. Hm. Ich fahr mal Kochzins verdienen. Ja, alles gut. Hier oben ist ja noch. Nee. So. Ich mach das, was ich am liebsten kann, im Radweg. Na klar. So, dann fahren wir kurz noch zum Ammunition und dann meine Panzerung holen, dann fahren wir direkt zurück. Zum Dings und gehen dann in die nächste Mission. Da ist der Ammunition. So. So bin ich da. Ja. Im Kopf sind nicht. Ah, was? Bitch.
Ja, Bitch. Meine Fresse, weil so ein scheiß Dings fährt. Habe ich schon wieder mein halbes Leben weg, weißt du? Schön wegen der scheiß KI. Die wollte beim Ammunition einparken, fährt wieder raus und fährt mich über den Haufen. Ärgere mich gerade, aber gut, okay. So, dann bin ich jetzt unterwegs zurück zum Apartment. Ich kann nicht drehen. So, da bin ich wieder. Home sweet home. Hm? 30 Jahre dauert es, bis dieser scheiß Stern weggeht. Bevor du hast. Du hast hier Sternchen neues. Ja. Mensch, jetzt geh doch mal weg, du scheiß Stern. Boah, das dauert viel zu lang hier bei GTA. Ich finde das so übertrieben. Einen Stern. Bei 5 verstehe ich das ja, aber... Jetzt ist er weg, gut. Oh, endlich. So, ist nix. Hier rein. Genau, das wollte ich. Ja, ich hoffe, dass er es jetzt übernimmt. So, Biker.